Halo. Nama saya Hira. Mama saya. Nama. 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 Ya. Nama Melek. Halo guys, welcome back to my channel Polo Bahagia with me Nurul. Apa kabar ki semua? Sehat-sehat dikit tau. Kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke. So, di vlog kali ini kita mau ke Herzogenaurach. Kita mau ngapain di sana? Kita mau bantuin keluarganya suami tuh pindahan. Jadi bulan depan mereka pindah ke rumah baru. So, sekarang kita harus packing-packing. Dan aku tugasnya apa? Aku jagain anak-anak mereka. Dan sementara orang tua pindah-pindahan, packing-packing barang, aku ngejagain anak-anak mereka. So, seperti apa keseruan hari ini? Tonton terus ya. Kita lagi pesan tiket. Kayak gini. Tasoto ya ya. Jadi ke stasiun yang kita mau tuh 3,70 €. Ini uangnya. Dan uangnya masuk ke sana. Yap. Terus tiketnya keluar. Astan tiket. Ya. Tiketnya tuh fetish. Kayak gini. 3,70 €. Gini aja. Guys, ini tuh di pinggir rel banget gitu kan. Nah, terus di sini nih, ini semuanya yang di bawah ini adalah tumbuhan berry. Dekat sini tuh dia tuh gede-gede banget. Cuman sayangnya karena ada pembatas kayak gini, jadi kita nggak boleh ngambil. Jadi dibiarin gitu aja gitu. Sayang banget kan. Ada di stasiun yang kita tuju di Herzogenaurach itu udah hampir setengah satu sih. Nah ini kereta yang kita naikin tadi cuman ada dua badan kayak gitu loh, dua apa tiga. Ini stasiunnya lumayan gede ya. Mungkin nanti aku mau ngajakin kalian sehari ngelihat kota karena masing-masing kota tuh beda-beda. Ini kan kita di Herzogenaurach. Itu tuh bangunannya tuh kayak gini lah bentuk-bentuknya. Tuh, kayak agak tua-tua gitu. Di Aachen juga seperti itu. Cuman tetap beda ya gitu. Sini teman-teman, enggak ada tukang parkir, tapi kita kalau parkir tinggal bayar di mesin ini gitu. Nah, buat orang-orang kayak misalnya yang tinggal di sekitar sini, kadang mereka nggak perlu bayar kalau mereka parkir di depan gedung, sedangkan orang-orang yang nggak tinggal di sekitar sini ya mereka harus bayar tadi dan nanti keluar karcis gitu kan. Kalau nggak ada itu kita bisa kena denda karena jadi aturannya kayak parkir sembarangan gitu. Toko udah pada buka, cuman kita kalau mau masuk belanja itu kita perlu Schnelltest. Schnelltest di Jerman itu hanya berlaku 24 jam, sama seperti PCR. Nah, Kodi ini adalah salah satu toko dengan barang-barang murah. Dan ini udah sampai, guys. Ini adalah rumah mereka. Halo. 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 Ich bin die Melek und ich bin Nurul's best, also seine Freundin. Also auf jeden Fall. Wir wollen jetzt eigentlich ins Garten. Guck mal hier.
Auf jeden Fall. Das ist voll cool. Das ist Nuruls Kamera. Ich hatte noch nie so eine schöne Kamera gesehen. Und sie hat gesagt, dass sie heute mit mir einen Vlog macht, also mit uns einen Vlog macht. Ich freue mich schon. Auf jeden Fall ist es voll cool mit euch dann. Auf jeden Fall, wir planen jetzt zum Garten zu gehen. Ich zeige euch mal den Wetter. Also das sieht man nicht so gut, aber trotzdem ist der Wetter nicht so gut, Leute, aber trotzdem. Guys, kita udah ada di rumah keluarga suami. Dan itu di belakang, kalau kalian lihat, berantakan banget. Perkenalkan, ini namanya Melek. Dan ini namanya Hira. Dan ini namanya Umer. So, jadi sekarang aku tugasnya ngejagain anak-anak ini sambil orang tua lagi ngeberes. Halo. Nama saya Hira. Umur saya 10 tahun. Saya kelas 4. Saya suka semua makan pizza. Kita di sini, ini dulunya dapur. Dulu dapurnya tinggi banget, kita sekarang udah gak ada lagi. Terus ini dulunya ruang tamu, terus di sana ada kamar, terus di sini kamar main anak, terus di sini ada balkon. Jadi rumah ini lumayan besar sih. Tuh berantakan, guys. Nonton bolo bahagia. Nonton bolo bahagia. Aber mein kleines Bruder möchte sich nicht mit der Jacke anziehen, oder? Komm, gehen wir draußen spielen. Komm, komm, gehen komm. Wir. Komm. Ja. Endlich. Mama sei. Nama. 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 Ja. Nama Melek. Umur saya hampir 5 tahun. Saya kelas 3. Saya suka makan Spaghetti. Ja. Vor Wind geht alles weg. Aber ist nicht so schlimm trotzdem. Ja. Ist aber schwer mit dem Kind. So, jetzt zeige ich euch das Haus. Hier ist das Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber egal. Hier ist das Wohnzimmer. So. Und hier kommt unser Aquarium in die Ecke. Hier ist unser Balkon. Ich glaube, man kann das nicht so gut sehen. Aber hier ist unser Badezimmer. Muss natürlich noch hier geputzt werden. Hier ist unsere Küche. Aber wir haben schon jetzt unseren halt ich weiß nicht, jetzt mal. Wir haben halt eben schon unser Kühlschrank hingestellt. Das ist mein Zimmer. Ich muss hier die ganze Zeit gucken, ob ich das richtig mache. Ja. Dann haben wir noch einen kleinen. Eine kleine Toilette. Und das war's. Halt eben so. Und wir sehen uns gleich nochmal mit Nudeln. Bye. Weißt du was? Terus di sini paling kayak ruang tamunya, terus satu gitu. Halo Leute, und heute bin ich mit euch einen, naja, kein Vlog, richtiges Vlog. Das wird ein kurzes Video sein. Das sieht hier nicht aufgeräumt aus, Leute. Und wir werden das heute machen. Bevor ich anfange, stelle ich euch ganz kurz mal hin. Tut mir leid, wenn ihr mich nicht richtig sehen könnt. Heute werde ich mein neues Haus zeigen, Leute. Es wird ein kurzes Vlog sein. Es wird, glaube ich, kein Vlog sein. Aber ja, wir werden das jetzt machen. Let's go! Hier ist eine Tür. Also
da halt Telefon. Hallo, wie geht's euch? Nein, Scherz. Oh, shit. Sorry, Leute. Das hat gerade nicht so gut geklappt. Ich komme gleich nochmal. Nämlich ist meine Pizza angekommen. Da ist jetzt meine Pizza. Und dann. Ja. So, wir haben jetzt so ganz viele. Ja, viele Pizzas. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Und. So. Autsch. Warte, ich mach mal den Balkon auf. Und zwar heute zeige ich euch mal den Haus, was wir alles so mobile oder so getan haben. Ich hatte eh Langeweile und hab dann gesagt, ich kann mal mit den Leuten ein bisschen sprechen und so. Auf jeden Fall, warte, ich dreh mal die Kamera. Es gibt eigentlich nur 3 Zimmer, hab ich jetzt euch auch gezeigt. Nur noch die Badewannen und Toiletten gibt's noch, aber die zeige ich, glaube ich, wenn meine Schwester wieder raus ist. Sie ist gerade auf Toilette und ich möchte sie nicht dabei stören. Auf jeden Fall, okay, wir sehen uns jetzt, wenn meine Schwester jetzt rauskommt. Tschüss, bis gleich. Bis jetzt. Sekian vlog hari ini. Terima kasih ya udah nemenin kita dari rumah lama sampai rumah baru ini. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan tulis komentar kalian di bawah. Ya, ya, ya. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Cici! Bye!